Alterding Alternativ ist heute mit dem Flugzeugführer zum Interview verabredet und dem Martin Wieser, dem der Nummer 1 der Bezirksliste der AfD Oberbayern. In den letzten Tagen wurde ja über Oberbayern ein Bannerflugzeug der AfD gesichtet. Und hier haben wir den Piloten. Und ja, welche Erfahrungen hat denn der Pilot bezüglich Bannerflügen für die AfD im Generellen in ganz Deutschland bisher sammeln können? Positive Erfahrung, weil über einem schönen Land zu fliegen, ist natürlich auch für einen Piloten eine schöne Sache. Dann kommt es schon fast nicht mehr darauf an, was oder für was geworben wird. Wir wissen, dass alle politischen Parteien, zumindest das demokratische Spektrum der deutschen Parteien, Bannerflüge macht, um für die politischen Ziele einer Partei zu werben. Das macht die AfD als normale demokratische Partei selbstverständlich genauso. Interessant war allerdings nur, dass die Reaktionen auf die Bannerflüge etwas anders ausfielen, als man das sonst bei Reaktionen auf das Wirken politischer Parteien festgestellt hat, weil hier ist uns teilweise in einer Art und Weise begegnet worden, die man nicht mehr als demokratisch bezeichnen kann. Im Zusammenhang mit derartigen Vorkommnissen wurde auch Gewalt gegen, wie ich gehört habe, Mitglieder der regionalen AfD-Parteigliederung ausgeübt. Und das gehört sich natürlich in einer Demokratie nicht. Da muss man fragen, wie weit sich wirklich demokratische Verfasstheiten in den Köpfen der Menschen verankert haben. Gibt es denn da Unterschiede in den einzelnen Bundesländern bezüglich Bannerflüge, also bezüglich Aufsteigen, Flugplatz finden und Ähnliches? Prinzipiell nicht, weil es wird überall genehmigt. Es ist ein legitimes Werbemittel generell. Und wir haben allerdings festgestellt, dass Luftsportvereine in Bayern, die teilweise ja auch die Flugplatzhalter sind, sich jetzt gerade zu Wahlkampfzeiten sehr genau zu überlegen scheinen, wem sie Starts mit Werbebannern gestatten oder nicht. Bezüglich der AfD-Werbung, um die es hier konkret geht, haben wir die Erfahrung machen müssen, dass man sich offensichtlich verschworen hat gegen diese Art der politischen Werbung der AfD, weil offensichtlich innerhalb der gesamten bayerischen oder in diesem Fall oberbayerischen Luftsportvereinsgilde herumgesprochen zu scheinen hat, dass man diese Art von Flügen nicht genehmigen lassen möchte. Die Luftfahrtverwaltung sieht das anders. Die Luftfahrtverwaltung gestattet das selbstverständlich. Sie lässt uns in sämtliche Lufträume Bayerns einfliegen. Aber die Vereine scheinen vielleicht auch durch die politischen Ansichten der Führungspersonen dort eine etwas andere Haltung zutage treten. Das heißt also, die staatlichen Organe wie die Luftfahrtbehörden verhalten sich neutral. Richtig. Aber letztendlich die Flugplatzbetreiber, die in privater Hand sind und über Vereine organisiert sind, die sind da in irgendeiner Form scheinbar gesteuert. Gesteuert oder eben nicht in der Lage, über den Tellerrand zu gucken, ja. Über welche Flugplätze reden wir denn da konkret beispielsweise? Also das schlimmste Ereignis haben wir tatsächlich in Mühldorf am Inn gehabt, weil von dem offensichtlich neuen Vorstand des Vereins uns der Start mit einem Schleppbanner der AfD untersagt worden ist, nachdem vorher vereinsseitig eine Zusage gegeben wurde. Da fühlt man sich natürlich dann veralbert. Das heißt, es gab eine Zusage als eine offizielle und dann eine offizielle Absage? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass das dann unterbunden wurde? Es wurde vorher klargestellt, dass wir mit dem Banner starten dürfen. Und als das Banner auf dem Flugplatz ausgelegt war und wir quasi Gas geben wollten, kam jemand vom Vorstand und sagte, er würde unter Hinweis auf die politische Neutralität diesen Start mit diesem Banner nicht zulassen wollen. Das ist natürlich ein Missverständnis. Sofern wir es hier mit eingetragenen Vereinen, mit rechtsfähigen Vereinen in Deutschland haben, haben die in ihrer Satzung in aller Regel immer stehen, dass ein Verein konfessionell neutral sein muss, politisch neutral sein muss. Und diese Neutralität bedeutet, dass ein Verein prinzipiell alle politischen Parteien in die Gelegenheit bringen müsste, Werbung für sich zu machen. Keine Partei darf aufgrund gerade dieser Satzungsbestimmungen, die ja Leitlinien für die Gemeinnützigkeit sind, eine bestimmte Partei ausschließen. Das heißt, das wird hier also komplett umgedreht und falsch verstanden. Man glaubt, wenn man eine Partei, die scheinbar missliebig ist, am Werben für sich hindert, würde man dem Neutralitätsgebot entsprechen. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Dieser Akt der Störung des Aufstiegs, wie hat sich denn der konkret zugetragen? Naja, wir rollten zur Startbahn. Und ein etwas konsternierter Vereinsvorsitzender sagte uns, dass wir nicht starten könnten und er würde hier von seinem Hausrecht als Vorstand Gebrauch machen. Das darf er natürlich. Die Begründung war allerdings ein bisschen komisch.
Wenn man auf die Startbahn rollt bereits, da ist doch eigentlich nach unserer Kenntnis es verboten, dass sich weitere Personen da in der Gegend aufhalten. Naja, für den Platzhalter gilt das im Prinzip nicht. Der Platzhalter kann natürlich als gesetzlicher Vertreter, kann ein Vorstand des Platzhalters das natürlich machen, wenn er vernünftige Gründe dafür anführt. Dies war aus meiner ganz subjektiven Sicht kein vernünftiger Grund, sondern hier ist schlicht und ergreifend das Neutralitätsgebot eines gemeinnützigen Vereins falsch interpretiert worden. Hatten Sie als Flugzeugführer Einsicht in die Satzung dieses Vereins? Ist es per Satzung begründbar, was dort geschehen ist? Oder gerechtfertigt? Nein, wenn es sich um gemeinnützige Vereine handelt, um ganz normale eingetragene Vereine, um rechtsfähige Vereine, dann gilt das, was als Kriterien für die Anerkennung dieser Vereine bei der Eintragung ins Register, ins Vereinsregister, gilt, überall das Gleiche. Das heißt, wie ich schon sagte, konfessionelle Neutralität, parteipolitische Neutralität, es darf niemand wegen seiner Hautfarbe, Geschlecht und dergleichen benachteiligt werden, Männer wie Frauen. Das alles ist in der Gemeinnützigkeit von vornherein so vorgegeben. Und das Problem ist einfach, dass Leute, die sich mit dieser Materie nicht genug auskennen, ihre eigenen Interpretationen oftmals einfügen. Das haben wir eben in Mühldorf so auch erlebt. Und wie war dann die Ersatzlösung? Das ist ganz einfach. Wir haben von vornherein vermutet, dass es sich bei den deutschen Flugplätzen mittlerweile um eine nahezu gleichgeschaltete Haltung handelt, wenn die AfD Werbung für sich machen möchte. Wir sind dann nach Österreich gegangen, wo man uns ja nicht nur ein Flugzeug geliehen, sondern auch die Flüge mit dem Banner gestattet hat. Und dort gab es keine Probleme. Man hat ohnehin das Gefühl, dass im Ausland über die deutschen Verhältnisse gelächelt wird. Man soll nicht so tun, als ob die Deutschen immer diejenigen wären, die alles erfunden hätten und es schon immer richtig machen. Es gibt auch noch andere Haltungen, die sind meistens neutraler, objektiver und eigentlich für die politische Landschaft gesünder. Und welche subjektiven Eindrücke waren beim Start in Österreich da zu sammeln? Ich kann es nur so zusammenfassen. Wir haben volle Unterstützung bekommen in jeder Hinsicht. Einmal was das Administrative angeht, was mit der Fliegerei zusammenhängt. Und wir haben auch volle Unterstützung bekommen, wenn es darum geht, technische Hilfe zu erlangen. Also sind wir den österreichischen Kollegen auf den dortigen Flugplätzen und auch in der Verwaltung dort sehr dankbar. Und welche Städte hatten denn aufgrund dieser Möglichkeit, erst starten zu können, das Glück, diesen Banner zu sehen? Das war eine ganze Menge. Wir haben ja Rundflüge gemacht. Wir sind über mehrere, auch Kreisverbände der AfD geflogen. Das heißt, es waren Altötting, Neuötting dabei, es waren Mühldorf dabei, Mühldorf besonders intensiv. Dann Rosenheim, Rott am Inn, Wasserburg, Erding und alles, was an kleineren Städten und Ortschaften dazwischen liegt. Und über den Volksfesten dort, vermuten wir. Ja, das war nun ein glücklicher Anlass, dass die Volksfeste fast zeitgleich überall stattgefunden haben und dadurch besonders viele Menschen diese Werbeaktion mitverfolgen konnten. Ist denn ein weiterer Überflug geplant bisher? Ja, es sind mehrere Überflüge geplant. Das muss im Einzelnen noch abgestimmt werden. Wir werden vermutlich in der Woche vor der Landtagswahl noch einmal die Präsenz der AfD in Bayern zeigen. Und gehen allerdings auch davon aus, dass die Störungen nicht nur anhalten werden, sondern sich intensivieren werden. Wir haben uns ja bemüht, einen Piloten in Deutschland zu finden mit einer Bannerlizenz. Das ist nicht überall selbstverständlich, dass man jemanden vor Ort hat. Herzlichen Dank von meiner Seite, von meiner Familie, von meinen Kindern. Und ich freue mich wieder, dir, den Navigator, da zu sein und auch dir auch wieder die richtige Beschreibung und auch die Flugrouten weiterzugeben. Natürlich muss man immer wieder sagen, ist das in der Luft ein tolles Erlebnis. Und es ist einer der schönsten Flecke in Bayern, die wo wir da abfliegen dürfen. Herzlichen Dank. Gern geschehen.